Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Deine Gesundheit machst du selbst. Mein Name ist Dr. Annette Jasper und ich möchte heute mit dir über Stress sprechen. Ja, nicht einfach nur Stress, sondern ich möchte über die Auswirkungen von Stress auf deine Zähne, auf deine Zahngesundheit mit dir sprechen. Das Jahr ist schon einige Wochen alt und möglicherweise bist du schon längst wieder in deinem alten Stressmodus angekommen, aus dem du hoffentlich während der Weihnachtszeit, während der Weihnachtsferien rausgekommen bist. Vielleicht gehörst du aber auch zu denjenigen, die da überhaupt nie rauskommen und so ungefähr so auf die Rente warten, um dann wirklich, wirklich mal zu entspannen. Oder hast du dir darüber vielleicht noch niemals Gedanken gemacht? Wie dem auch sei, Stress hat ganz viele negative Folgen für deine Gesundheit, das weißt du, und ganz viele negative Folgen eben auch für deine Zahngesundheit und für deine Zähne. Und das ist dir möglicherweise nicht so bewusst und das ändere ich mit dieser Folge. Das ist schon klar, Stress ist nicht gut für den Körper, Stress ist nicht gut für die Gesundheit. Stress ist aber auch nicht nur negativ. Ja, die Sache ist nur, wir sollten uns bewusst werden, wenn wir im Stressmodus sind, dann arbeitet unser Körper so, als wenn wir auf der Flucht wären. Und es gibt diesen schönen Spruch, den hast du sicherlich auch schon mal bei dem einen oder anderen Handwerker oder an der Kasse oder vielleicht sogar in einem Amt hängen gesehen oder vielleicht hast du ihn auch sogar in deinem Büro hängen, den Spruch, der da so schön sagt, ich bin nicht auf der Flucht, ich bin auf der Arbeit. Ja? Und ich finde, dass dieser Spruch wirklich vieles über uns aussagt, schon überhaupt die Tatsache, dass es diesen Spruch gibt. Dass es solche Kärtchen, solche Aufkleber und solche Schilder gibt. Und ja, was passiert denn eigentlich, wenn wir so auf der Flucht sind, beziehungsweise im Fluchtmodus? Ja, es ist ja so, dass dann alle Regenerationsvorgänge gestoppt werden. Also Adrenalin und Zucker werden ins Blut ausgeschüttet und wir sind voll in der Konzentration. Warum? Weil wir ja fliehen wollen. Ja, also wir wollen sozusagen vor dem Säbelzahntiger fliehen. Das ist noch so eine Reaktion, die uns so häufig früher von tausenden von Jahren das Leben gerettet hat. Und die Muskulatur ist natürlich angespannt. Das ist so ungefähr. Ich beobachte das bei meinem Hund, bei der Shiva. Das ist ein Jagdhund, ein Weimaraner. Also wenn die irgendwas erspäht, ja, dann geht sie in die Hocke und sie geht dann wirklich in diesen vollkommenen, ich sage jetzt mal, Konzentrations-Stressmodus. Also das ist ja in dem Augenblick ja nicht negativ, sondern es ist einfach alles angespannt und natürlich kann in der Zeit keine Regeneration im Körper stattfinden. Und natürlich kann in der Zeit keine Verdauung stattfinden. All solche Dinge, die haben in dem Augenblick einfach keinen Platz. Die sind da dann fehl am Ort. Ja. Das Problem ist nur, dass wir uns sehr häufig dauerhaft in diesem Zustand, in diesem Modus befinden. Ja. Wir sind dann eben in diesem Stressmodus und wir sind bereit für die Flucht. Nur das Problem ist, wir fliehen gar nicht. Wir setzen uns gar nicht in Bewegung. Wir bleiben immer noch auf unserem Stuhl sitzen, auf dem Bürostuhl und verrichten unsere Arbeit und beißen sozusagen, ja, und pressen diese Stressenergie, dieses Adrenalin in uns hinein. Und das passiert leider nicht nur ab und zu, sondern für viele von uns ist es wirklich zum Dauerzustand geworden. Und wenn ich viele meiner Patienten frage,
Sind Sie jetzt gerade in einer besonderen Stressphase? Bekomme ich ganz häufig die Antwort, naja, der normale tägliche Stress eben. Ich bin immer im Stress. Es geht halt einfach nicht anders. Und ja, welche Auswirkungen hat denn dieser chronische Stress eigentlich auf die Zähne? Er hat viele negative Auswirkungen auf unsere gesamte Gesundheit, ja. Aber ich möchte mich heute jetzt wirklich nur auf die Zähne beziehen und habe da ein paar Punkte für dich zusammengefasst. Einmal ist es so, dass wir bei so einem Dauerstress sehr häufig mit den Zähnen pressen und knirschen. Wir drücken auch so die Zunge gegen die Zahnreihen. Manch einer beißt so auf die Lippen drauf, manch einer beißt auf die Wangen von innen, ja, und beißt sozusagen ja die Schleimhaut da quasi so ein bisschen heraus und oder beißt sich auf die Zunge, drückt mit der Zunge gegen die Zähne und presst einfach. Und dadurch werden natürlich bestimmte Zähne überbelastet und die tun dann weh, die schmerzen. Ja, also da kannst du wirklich ordentlich Zahnschmerzen bekommen. Oder aber das Mindeste, was da passieren kann, ist, dass bestimmte Zähne einfach überempfindlich sind. Ja, die sind halt einfach dann sensibel, wenn du was Kaltes trinkst, wenn du was Süßes isst, ja, was Saures. Oder Zähne können auch absterben, weil jeder Zahn sitzt in einem Knochenfach und der ist dort bindegewebig aufgehängt. Und wenn du aber den Zahn in dieses Knochenfach reindrückst, indem du einfach viel presst und knirscht, dann unterbindest du mit der Zeit die Durchblutung im Zahn, weil unten an der Zahnwurzel ist eine kleine Öffnung und über diese kleine Öffnung kommen Blutgefäße, Lymphgefäße, Nervgefäße in den Zahn hinein. Und wenn du immer so auf diesen Zahn drauf drückst und beißt und presst, wird diese Verbindung dann ja irgendwann ja weniger, bis dass sie gekappt wird. Das heißt, so ein Zahn kann auch absterben, also devital werden. Er ist dann tot. Es muss nicht sein, dass du das merkst. Es gibt ganz viele tote, devitale Zähne und der Besitzer merkt das gar nicht. Das ist auch erst einmal nicht weiter schlimm, wenn sonst keine weiteren Bakterien da sind, wenn sonst keine weiteren Herde da sind. Aber das ist ein anderes Thema. Also pressen, knirschen, Zahnschmerzen, Empfindlichkeiten an den Zähnen oder auch das Absterben von Zähnen, das ist eine große Folge oder ein Folgenkomplex von Stress auf die Zähne. Dann weiterhin können die Zähne natürlich durch diese hohe Kraft, durch diese hohe Anpresskraft Risse bekommen. Sie können Sprünge bekommen. Ja, sie werden auch abgenutzt, so abgerieben. Ja, das heißt, sie werden vorzeitig und viel zu stark abgerieben. Und durch die Risse und durch die Sprünge nehmen die Zähne auch Farbstoffe aus der Nahrung viel besser auf. Die Farbstoffe setzen sich dort fest. Das heißt, die Zähne werden auch schneller dunkel. Ja, die verfärben sich auch. Also die sind dann halt einfach nicht mehr so schön. Die sind dunkel, die sind gelb, die sind gräulich, weil sie einfach alles Mögliche an Farbstoffen aus der Nahrung aufnehmen. Als nächstes können natürlich durch dieses Press- und Knirschverhalten Muskelverspannungen entstehen. Also es ist eigentlich immer so. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der Risse, Sprünge, abgeriebene Zähne hatte und keine Muskelverspannungen. Auch diejenigen, die von sich behaupten, sie haben keine Probleme und sie haben keine Muskelverspannungen, haben diese, weil sie das einfach nicht mehr merken. Das ist für die ein Dauerzustand. Ja, und ich habe so viele Kaumuskeln, Nackenmuskeln abgetastet, untersucht in der Praxis, die sich gar nicht mehr wie Muskeln angefühlt haben, sondern einfach knochenhart gewesen sind. Die Menschen dann aber jeweils gesagt haben, normal. Ja. Also wenn das bei dir so ist, dann lass dir sagen, das muss nicht so sein, das ist nicht normal.
Ein Muskel sollte sich weich anfühlen, wenn er nicht angespannt ist. Ja, also durch diese Muskelverspannungen kannst du Nackenschmerzen bekommen. Du kannst natürlich Schulterschmerzen bekommen, Rückenschmerzen, auch natürlich Kopfschmerzen, ja, also Spannungskopfschmerzen. Dann weiterhin durch das feste Pressen, Beißen mit den Zähnen werden die Kiefergelenke nach hinten oben gedrückt und werden so in Richtung Innenohr gedrückt und drücken ganz gerne mal auf Blutgefäße, die das Innenohr versorgen. Das heißt Ohrgeräusche, Tinnitus, so Rauschen, dumpfes Gefühl in den Ohren können Folgen von so einem dauerhaften Pressverhalten sein. Dann ein nächster ganz großer Punkt ist der Speichel. Ja, wenn du Stress hast, dann hast du weniger Speichel. Du hast es vielleicht schon mal erlebt vor einer Prüfung oder wenn du eine Rede halten musstest oder du bist irgendwie von der Polizei angehalten worden und warst ein bisschen aufgeregt oder so. Du hast plötzlich einen ganz trockenen Mund gehabt. Und Menschen, die unter dauerhaftem Stress leiden, die haben auch weniger Speichel, die produzieren weniger Speichel. Warum ist das wichtig, fragst du dich vielleicht? Ja, es ist so, dass, ja, also erst einmal braucht natürlich kein Mensch bei der Flucht Speichel, deswegen macht der Körper das so, aber der Speichel ist für dich, für mich, für uns ganz, ganz wichtig, weil er hat einfach viele wichtige Aufgaben. Unter anderem sorgt er dafür, dass die Mundflora in einer guten, einer gesunden Balance ist, dass das Mundmilieu basisch wird, dass es neutralisiert wird, wenn du was gegessen hast. Ja, dann entstehen durch den Zuckerabbau Säuren und diese Säuren werden durch den Speichel neutralisiert. Der Speichel hat als Aufgabe, die ganze Mundschleimhaut immer zu befeuchten. Er enthält Enzyme, er enthält viele Substanzen, die regenerierend sind. Er enthält Enzyme, die Verdauung schon mal vorbereiten, also dass dein Speisebrei, wenn du was gekaut hast, dass dieser Speisebrei gut durchmischt wird mit dem Speichel. Das heißt dann immer, dass er dann auch gut die Verdauungsenzyme bekommt. Die Verdauung wird ja im Mund vorbereitet. Und dann durch die Entzündungshemmer, die der Speichel enthält, werden eben Entzündungen im Mundraum schnell beseitigt, schnell behoben. Und durch die Opioide, die er enthält, werden so Sensibilitäten an der Schleimhaut, werden quasi auch sehr schnell behandelt, in Anführungsstrichen. Und der Speichel sorgt auch dafür, dass deine Zähne mineralisiert werden. Ja, natürlich funktioniert das alles nur so gut auch die Qualität deines Speichels ist. Dein Speichel wird in den Speicheldrüsen hergestellt, produziert und die Qualität deines Speichels hängt natürlich von deiner Ernährung ab. Ja, also wenn du dich gut ernährst, qualitativ hochwertige Nährstoffe in deinen Körper hineingibst, dann ist auch dein Speichel besser und kann eben all diese Aufgaben besser erfüllen. Bei Stress wird die Speichelproduktion reduziert, bedeutet, dass bei dauerhaftem Stress, wenn wirklich der Speichel dauerhaft reduziert ist, da ist die Gefahr für Karies erhöht, die Gefahr für Zahnfleischentzündungen, also die Parodontitis, ist erhöht, weil der Speichel einmal ja nicht so gut die Zähne mineralisieren kann und zum Zweiten seine Reparaturmechanismen am Zahnfleisch eben nicht so gut vollführen kann, weil es wird ja zu wenig Speichel produziert. Es ist also ganz, ganz wichtig, also die Anfälligkeit für Karies und Parodontitis steigt bei Stress. Ja, und das beobachte ich in der Praxis jeden Tag. Ich habe das, glaube ich, schon mehrfach im Podcast gesagt. Die Untersuchung des Mundraumes, des Zahnfleisches, der Zähne ist so spannend,
weil du darüber einfach so viel Informationen darüber bekommst, wie es dem Menschen gerade geht. Ja, also das kann ich direkt an den Zähnen und an dem Zahnfleisch ablesen. Sehr, sehr spannend. Ja, was noch? Also, ja klar, wenn der Speichel weniger wird, dann kann er seine Aufgaben nicht so gut erfüllen. Also die Mundschleimhaut ist nicht so gut befeuchtet, die Zähne werden nicht so gut mineralisiert, das heißt Empfindlichkeiten am Zahnfleisch und auch Sensibilitäten an den Zähnen treten häufiger auf. Als letztes vielleicht noch die Verdauungsprobleme. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass im Mund die Verdauung beginnt und zwar mit dem Einspeicheln der Nahrung, des Speisebreis, kommen schon Enzyme in diesen Speisebrei hinein. Und wenn du nicht gut kaust, weil du keine Zeit hast, oder wenn du einfach nicht gut kaust, weil du im Stress bist, weil du zu wenig Speichel hast, egal so oder so, kommen zu wenig Enzyme in diesen Speisebrei hinein. Und das bedeutet, irgendwann kann es sein, ist es sehr gut möglich, dass du Verdauungsprobleme bekommst. Ob das jetzt Blähungen sind, ob das jetzt so dieser Reflux ist, ja, also dass du dann sozusagen so aufstoßen musst, ob du Blähungen, habe ich schon gesagt, Füllegefühl hast, Durchfall oder Verstopfung, das ist ja wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell unterschiedlich. Aber ich sage jetzt mal großzügig eigentlich alle Arten von Verdauungsproblemen. Nicht, wenn du einen Tag im Stress bist, auch nicht, wenn du eine Woche im Stress bist, aber ich habe hier jetzt gerade über den langen, den chronischen Stress, über die lange Stressphase gesprochen, die bei vielen Menschen tatsächlich ja, Jahre oder Jahrzehnte andauert. Wenn du solche Symptome bei dir erkennst, dann wünsche ich mir für dich, dass du erkennst, dass du nicht in so einer Stressphase dauerhaft leben musst. Du kannst jederzeit ja die Bremse ziehen und kannst jederzeit sagen, nee, Moment einmal, ich bin hier nicht auf der Flucht, ich bin hier in meinem Leben. Ja, das war es schon, was ich dir mitteilen wollte. Welche Auswirkungen der Stress auf deine Zähne, auf deine Zahngesundheit hat. Und ich wünsche dir, dass du aus dieser Stressspirale rauskommen kannst. Mir hilft da immer, zu mir zu kommen, zur Ruhe zu kommen, wenn ich meditiere. Und möglicherweise ist das auch etwas, was für dich ganz ein gutes Tool wäre. Und wenn du dir da Hilfe wünschst, eine Hilfestellung wünschst, dann darfst du ganz, ganz gerne bei meinem Meditationsseminar Meditieren lernen mitmachen. Da lernst du es, ja, da lernst du mich bei der Meditation kennen. Und wenn du merkst, du kommst da aus dieser Spirale auch so nicht mehr so gut raus, dann ist möglicherweise das Seminar Gesundheit beginnt im Mund, das 30-Tage-Aktivprogramm, etwas für dich. Da hast du mich dann wirklich die 30 Tage ganz direkt an deiner Seite. Und auch dort meditieren wir gemeinsam, um zur Ruhe zu kommen. In dem Seminar geht es aber noch um viel mehr. Es geht um den Aufbau einer gesunden Mundflora. Es geht um den Aufbau eines gesunden Lifestyles. Das eine geht ja gar nicht ohne das andere. Und das heißt, da gibt es dann noch ayurvedische Küche, da gibt es ganz viel Wissen zum Ayurveda, ganz viel Wissen zur Zahnmedizin, zur Zahnheilkunde, was du für deine Zähne, deine Zahngesundheit tun kannst. Und natürlich mich ganz exklusiv, die für dich, für alle Fragen, für alles, was du hast, zur Verfügung steht. Und ja, ich würde mich freuen, dich da begrüßen zu können, zu dürfen. Den Link findest du in den Shownotes und ja, schau mal, dass du aus deiner Stressspirale auf jeden Fall rauskommst, denn wie gesagt, du bist hier,
in deinem Leben. Du bist hier, um dein Leben zu genießen, um das Leben wertzuschätzen. Und du bist nicht auf der Flucht. Ganz bestimmt nicht. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge teilst mit den Menschen, die das auch hören sollten. Und freue mich natürlich, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nehmen kannst für eine Rezension. Und ja, nun höre ich auf. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.